Moin, moin. Aus dem Schramberg, aus Synchron. Wir waren früher mal im Knabenchor, ne? Ja, du auch. Ich auf jeden Fall, ich. Ja. 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 Wo sonst? Als allererstes, bevor wir hier loslegen mit unserem Thema, ein riesen Dankeschön an euch. Wir haben gerade ein Video, was richtig gut ankommt, und zwar unser Mousseau Black, das schwärzeste Mattschwarz der Welt. Und das ist super krass. Also viele haben gedacht, das ist ein Photoshop-Fake. Und das Video geht gerade durch die Decke. Schaut es euch an. Es ist mega cool, hat echt Spaß gemacht. Ist jetzt Stand heute, wo wir das filmen, ist es, glaube ich, fast 140.000 Mal angeklickt worden. Also scheint euch zu gefallen. Wo wir dazu kommen, wenn ihr Ideen habt, was wir mal lackieren sollt, was ihr unbedingt mal sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, was ihr unbedingt mal sehen sollt. Ich probiere es für euch aus. Wir werden auch, ne? Das kommt drauf an. Ich gebe immer mein Bestes. Ich bin immer ja keine gelernte Lackiererin, ne? Nö, aber also das kann ja jeder machen, ne? Die Farbe kannst du ja kaufen bei Amazon. Da haben wir diesen Link ja in die Beschreibung reingeschrieben gehabt und kann sie jeder bestellen. Das kannst du ja aufpinseln. Du kannst es auflackieren. Also. Und wir haben es ja auch nur gezeigt, wie die Optik ist. Also wir haben ja auch nicht gesagt, wir würden es jetzt auf dem Auto machen oder dies oder das. Nee. Das ist ja jedem immer freigestellt, genau, ne? Das muss man mal dazu sagen. Genau, es haben ganz viele reingeschrieben, ist es zu empfindlich. Habe ich im Video auch gesagt, das ist normales Matt Schwarz. Und je matter es wird, umso empfindlicher ist jetzt die Struktur. Viele haben auch gefragt, Danny, wie sieht's aus, wenn ich Klarlack oben drauf mache? Dann glänzt es einfach, weil diese Struktur entsteht durch viele Hohlräume, wo sich das Licht in sich selber wegschluckt. Und wenn man es ein bisschen glänzen hat, dann reflektiert das. Auch wenn du jetzt hier Matt-Klarlack drauf machst? Nee, dann wird es wieder ein bisschen speckiger. Also das ist wirklich die matteste Variante. Es schluckt ja über 99% der Reflektion oder des Lichts. Und deswegen ist es ja so matt. Ist aber dadurch halt mega empfindlich. Also wenn du es jetzt anfasst, wir mischen Lenkrubbelt, also auf Motorrad, dann siehst du, wirst du schon sofort, zerstörst du diese Struktur. Mhm. Ne? Das kannst du mit meinem Finger quasi glatt polieren. Ja, und guck mal, schon fängt es an zu glänzen. Genau, und es wird schon leicht gräulich. Genau, gräulich wird es, weil das Licht reflektiert. Mhm. Ne? Deswegen ist es ja so mattschwarz oder tiefschwarz. Also Klarlack aufmachen bringt nichts, dann ist es einfach nur schwarz glänzend. So, also wenn ihr Ideen habt, sagt uns Bescheid, dann bauen wir das gerne mit ein und zeigen euch das. Ich habe noch ein paar andere Lackeffekte, die sind auch cool, die werden wir demnächst mal machen. Heute aber. Na, was machen wir? Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Nee. Basteln wir. Und zwar Schablonen. Das weiß ich, wie du das machst. Das weißt du, deswegen habe ich dich ja dazu geholt. Wir haben ein ganz cooles Thema, die Meringue. Ein Custom Bike, was ich vor. Ich weiß es gar nicht. 7, 8 Jahren lackiert hat mal. Auch schon wieder so lange her, ne? Ja, ziemlich in der Anfangszeit. Genau, hat Ähnlichkeit, ich habe es euch mal gezeigt, wie die Exquisito Savannah Bike, weil, was ich bis dato vergessen habe, das war mal die Exquisito Nummer 2. Das war quasi das Motorrad, was mal diesen Unfall hatte. Und der das gekauft hat, ist auch der da mit seinem Motorrad damals hintergefahren ist und hat diesen Unfall gesehen. Deswegen sagt er, ich habe dieses Motorrad nur gekauft, weil ich diesen Unfall gesehen habe und wir wussten nicht, da war irgendwas auf der Straße, weswegen er weggeflogen ist. Also es war kein heftiger Unfall, es war doll kaputt. Und sagte, ich finde dieses Motorrad geil, möchte auch das Thema Meringue. Meringue, wisst ihr, ist, ne? Ja? Ach so, ja. Genau, wir waren mal. Hinterm Tresen, wenn ihr seht, wie ich tanzen kann. Ja, Wahnsinn. Fantastisch, aber leider war da Tresen davor. Ja, also Meringue ist dieser Tanz, der in der Karibik gerne getanzt wird. Haben wir auch schon mal gemacht. Ja. In der Dominikanischen Republik, da haben wir auch Meringue getanzt auf dem Katamaran. Ja, das war cool. Und mit dann Lehrer, dann klappte das auch. Genau, ne? Und da habe ich dieses Feeling halt mitgekriegt. Genau, gab es den Drum Rum, mit dazu. Den Dominikanischen Rum da irgendwie. Ja, sag ja, den Lehrer mit dazu. Und da sind wir halt auch mit so einem Katamaran gefahren und haben verschiedene, diese Bacardi-Inseln und sowas besucht. Und da hat man ab und zu mal gesehen, so Gestrüpp im Wasser und so Treibhölzer, ne, auf dieser Insel, worauf kommen sie, lagen ja diese großen Muscheln rum. Mhm. Und das sind alles Sachen, die ich natürlich im Petto hatte, auch auf Fotos. Auch dieses Treibholz musste ich irgendwie darstellen, weil hier war das Thema von dem Besitzer des Bikes. Danny, ich liebe die Karibik, der ist, glaube ich, einmal im Jahr in der Karibik, schon seit Anbeginn. Und sein Traum ist es, irgendwann mal dahin auszuwandern. Also hat er gesagt, ne, dieses Thema Meringue, Karibik, karibische Farben, fand ich auch sehr mutig damals, so diesen Babyblau, Himmelblau. Ja, braun. Diesen Braun, das, guck mal, Braun ist jetzt voll der Trend. Also wir haben viele Trends da gesetzt, würde ich mal sagen, auch mit diesem Exquisito und Meringue. Ja, er wollte halt dieses Thema haben. Hatte ich natürlich gleich parat. Er findet meine Totenköpfe immer cool. Und deswegen haben wir ja diese tanzenden, wie soll ich sagen, Zombies. Aber ich muss sagen, also die hat ein
grandioses Fahrwerk. Fahrwerk, ja. Das kommt halt von Tanzen. Es gibt ordentlich Muskeln im Po. Genau. Na, also hier lebende Figuren quasi, habe ich dann so Totenköpfe draus gemacht. Ja, aber trotzdem, Totenkopf steht ja nicht immer gleich für was Grausames, sondern das steht teilweise auch fürs Leben, wie bei diesen mexikanischen Sugar Skulls. Ne? Mhm. Also, fand er cool. Ich habe das alles ganz blass gemacht. Hier so dieser Horizont, so mit Eispolz im Untergrund. Und hier halt sieht man im Untergrund sehr schön dieses Treibholzartige. Dieses Gestrüpp, was manchmal so an den Inseln liegt, von Palmblättern. Ich weiß nicht, Strohheu ist es ja nicht. Ne? So, das schwamm da halt so rum, so was halt angespült wird. Da habe ich halt viel Bilder rausgesucht im Internet und hatte auch dieses alte Boot gefunden, wo diese Holzstruktur ist. Und deswegen war dieses ganze Bike so holzig, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Hier haben wir noch ganz dezent im Untergrund reingebracht. Die 1967, Anno 1967, so ganz blass wie so ein Wasserzeichen eingelassen. Das ist quasi das Baujahr des Besitzers. Ja, und so fand ich halt ganz cool. Ich wollte es nicht einfach nur braun, metallic, glänzend machen, sondern ich habe hier diese Treibholzstruktur, die sich so wiederfindet. Ne? Ja, das ist allgemein, finde ich, das ist so zart und dezent, aber dadurch wirkt das auch wieder so edel. Auch von den, das ist ja so ein bisschen Türkis ja mehr mit drinne und dieses sandige, türkisfarbene mit den Braun. Also das finde ich persönlich sehr, sehr schick. In die Felgen nochmal mit reingezogen. Das sieht auch mal cool aus, weil ich das alles immer so asymmetrisch mache. Also nicht alles überall gleich, sondern wenn die anfängt zu rollen, dann fangen die Felgen auch richtig an so zu flimmern. Das sieht echt cool aus. Hier ist noch gerade, ich habe mich gerade eben selber gewundert, hier sind noch so ein paar Falten drin, aber das kommt davon, wir haben den Bereich damals mit Steinschlagschutzfolie geschützt, weil hier immer so ein Saugpad drauf ist. Also die Beifahrerin, das ist ein Sozius-Sitzpad mit Saugnäpfen und das hat die Steinschlagschutzfolie so ein bisschen verschoben. Also es ist nicht im Lack, sondern das ist einfach geschützt, weil natürlich hier hinten immer, hier ist der Steinschlagbereich, deswegen haben wir damals Folie rumgemacht, damit das nicht so dagegen ballert. So, ja, und diesen Effekt fanden viele ganz cool. Deswegen haben wir euch gezeigt, zeigen wir euch jetzt, wie man diese Schablone baut und wie man diesen Effekt macht. Das sind Schablonen, die habe ich oft verwendet, aber irgendwann lassen sie halt die Klebkraft nach und dann flattern die so auseinander. Und irgendwann sind eine Farbreste drin und dann rieseln die so auseinander. Deswegen mache ich die des Öfteren mal neu. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber so, ne? Mhm. Frei nach Peter Lustig. Ich auch. Wie meinst du, würde ich das denn machen? Also ganz normale Rolle Kreppklebeband. Das ist egal, welche Farbe und sowas. Ja, warte mal, du hast das immer. Jetzt müssen wir den Anfang finden. Und dann war das. Hast du das so geknüttelt? Kann das sein? Wahrscheinlich. Das hast du lange nicht mehr gemacht. So. Soll ich so tun? Das ist bestimmt schon wieder verkehrt, ne? Es gibt kein verkehrt. Ich habe diese Schablone ja auch mal durch Zufall ist die entstanden. Also ich hätte das jetzt so und dann. Ach herrje. Nee. Nee, dann wird es ja dicker. Ja, wobei du hast dicke und dünne. Es sagt schon wieder nichts. Ja, wenn man es so macht, sind wir in einer Woche ungefähr fertig. Genau, dauert das ganz lange. Da sieht man mal wieder, wie ganz Kochkünste. Ich backe dann mal. Ja. So macht man das mit einem Keksteig. So willst du das machen? Ich mache es anders. Und zwar Klebeband nehmen, einmal so ein bisschen am Anfang aufrollen. So, dass es hier einmal so verklebt. Und dann einfach ein bisschen mit den Fingern, zwischen den Fingern hin und her rollen. Das habe ich ja am Anfang auch gemacht. Das muss auch nicht gleichmäßig sein, weil je unregelmäßiger es ist, umso witziger. So, damit Nummer eins. Man kann so ein Wachspapier nehmen, brauchen wir aber nicht mehr mit so einem schönen Blatt Untergrund. Damit macht man halt unterschiedlich lang. Na, man kann es auch so drehen, hier oben einfach, und damit abreißen. Und dadurch, dass natürlich die Klebeseite immer außen ist, verpacken sich die Dinger ganz gut. Hast du quasi ganz geil eine Schablone. Quasi ganz geil, ne? So, ja.
Da ist es wieder. Da ist es wieder. Und dann hast du auch noch geil, quasi cool müsste jetzt noch kommen. Mega. Und mega. Nicht zu vergessen. Ja, wir haben... Ich würde sagen... Wir kriegen Nachrichten. War das eine E-Mail, WhatsApp oder was war das? Nee, WhatsApp nicht. Doch, ne. Wir haben eine süße E-Mail gekriegt. Danny, du hast meine Kinder mal mitgezählt, ne? Genau. So und so viel oft. Das ist auch schon. Nee, mach mal deine eigene Schablone. Ach so, ach Mann. So oft, wir haben eine Strichliste geführt. So, ganz einfach. Wie oft du cool, geil, mega gesagt hast. Genau. Dafür sollten wir uns jetzt andere Worte überlegen. Eingefallen ist dir jetzt quasi geil. Nee, nicht andere Worte. Ganz lieb gemeint, aber ich werde mich nicht verbiegen, sondern ich bin so, wie ich bin und werde meinen Wortschatz für keinen verändern. Weil ihr seid ja auf unseren Kanal gekommen, weil ihr das scheinbar ja mögt, wie wir sind. Und deswegen werde ich nicht meinen Wortschatz verändern, sondern quasi geil ist Bestand schon seit Jahren. Ich liebe das Wort quasi. Deswegen haben wir uns überlegt, wir werden mal demnächst was Cooles rausbringen. Quasi geil, ne? Quasi geil. In unserer neuen Kollektion. Auch die wächst jetzt so stetig. Fragt ja auch immer nach den Farben. Meine Lieblingsfarbe ist übrigens dieses Olivgrün. Den du hast auf Lack gesoffen, haben wir diesen Blau. Da haben auch welche gefragt, ne? Ist das... Das ist fast so ein Schwarzblau, dieses Navyblau, ne? Das kommt auf dem Film ein bisschen heller rüber. Ja. Ja, also demnächst wird die Kollektion erweitert in quasi geil. Trotzdem könnt ihr mal in dieser Folge mitzählen, wie oft ich quasi und wie oft ich geil sage. Oh, bitte nicht. Ja. Also, liebe Familie, ne? Wir haben das auch lieb aufgefasst, wie ihr das geschrieben habt. Ja. So, ich finde... Wir basteln doch an einer Schablone hier. Ja. Ja. Also ihr seht, ne, unterschiedlich lang. Die können auch manchmal so mitten in die Fläche reinhängen. Man kann auch mal ein bisschen mehr oder weniger machen, ne, wie so eine mikroskopische Struktur. Also es gibt auch hier keine Regeln, sondern... Einfach unüberlegt, improvisiert draufkleben. Einfach machen, weil überlegt man zu doll. Ja, dann hat man schon nix. Wieder. Ich würde nachher nur noch einmal so einen Rahmen hier außenrum machen, dass die so ein bisschen verbunden sind. An der Ostsee sind das meistens Algen, die so stinken, ne? Aber so. Da ist, in der Krebig war es wirklich so Gestrüpp und auch gröbere Treibhölzer. Na, also man kann auch, ja, das ein bisschen grober machen. Naja, das, was eben halt vom Meer an Strand gespült wird. Genau. Und die interessante Struktur entsteht halt dadurch, dass wir jetzt ja. Die liegen übereinander. Die liegen ja nicht immer komplett auf dem Untergrund. Und dadurch hat man manchmal eine schärfere Kante. Ne, da, die dicht dran geht, ne, entsteht quasi eine harte Klebekante. Und da, wo sie schweben und ich nebel vorbei, ist eine weiche Kante. Und dadurch gibt es auch in dieser Struktur schon so einen leichten 3D-Effekt, dass, ja, was das so natürlich aussehen lässt. Ne? Mhm. Und so ist es halt immer, wenn die Wellen das so anschwappen, hat man ja am Ende der Welle immer so, dann sammelt sich das so am Strand. Wenn eine Welle länger ist, dann sammelt sich das mal so. Und das, finde ich, sieht immer aus... wie karibisches Treibgut. Muss da noch in der Mitte was hin? Nee, das muss gar nichts. Wir können die Schablone ja bewegen. Also ist ja nicht so, dass sie einmal hinlegt, sondern man bewegt sie dann auch noch mal so ein bisschen. So, ich würde sagen, das langt. Hier klappt man noch einmal so ein bisschen nach innen, dass sie besser handeln können. Aha. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. So. Das macht auch nichts, dass die so intrinsisch aufhören. Also die müssen. So. Jetzt wäre es ein bisschen einfacher gewesen, hätten wir so ein Wachspapier genommen von so einem Aufkleber. Aber ich denke mal, die kriegen wir so gut runter. Das ist doch fast wie Wachspapier hier. Oder Backpapier würde auch gehen, ne? Ich glaube, wenn man es auf Backpapier klebt, da haftet ja auch nichts drauf. Nö. Und ja. Schon haben wir eine coole Schablone. So, und das Ganze machen wir hier. Du machst das auf dem Musterblech. Aha. Ich mache das auf dem Helm. Ja. Habe ich jetzt quasi, einmal zeigen wir das auf dem dunklen Untergrund, so wie das bei der Merengue ist. Das heißt, wir haben einen dunklen Untergrund, legen das rauf und nebeln mit Silber. Sieht man am schönsten aus, wenn man quasi ein schwarz, Basisschwarz, unischwarzen Untergrund hat und geht dann mit Metallicfarben gegen, nebelt dann rauf. Dann hat man am meisten so Leben in der Bude, würde ich mal sagen. Mhm. Dann nimmt man nur Unifarben, dann kriegt man nicht diese Tiefe hin. Weil wir lackieren das einmal mit Schwarz und einmal mit Silber hier drauf. Hier unten auf Silber machen wir mit Schwarz einmal und auf Schwarz machen wir mit Silber. Wir kehren also einmal die Farben okay. um. Und dann machen wir eine braune Lasur rüber. Dadurch kriegt das dann diese Tiefe wie auf der Merengue. Und so hast du das auf der Merengue auch gemacht? Genau so.
Aha. Besser wäre es, mit Kleinpistolen zu lackieren. Aber da bin ich jetzt faul zum Saubermachen. Nimm jetzt die großen Babys hier. Also einmal eine 1-2er Düse. Das ist schon ganz schön groß. Ach du Scheiße. Eine SATA Phaser. Ganz geil hier, Porsche-Design. Finde ich richtig cool. Und eine 1,3i. Beides HVLP. Das heißt, kommt viel Material raus. Also nicht gleich voll durchziehen. Ja. Also besser wäre es wirklich mit der kleinen Mini-Jet oder sowas oder mit der Airbrush-Pistole. Aber ich habe jetzt keine Lust, die anderen Pistolen sauber zu machen. Du könntest das aber auch mit Sprühdose machen. Oh ja, du kannst es ja mit Sprühdose machen. Geht. Selber schön schütteln. Und schwarz habe ich auf jeden Fall. Soll ich jetzt Silber oder Chromsilber nehmen? Erstmal Maske aufsetzen. So, ich fange mal mit Schwarz an. Wichtig ist natürlich, jetzt ist es hier schwierig, weil es natürlich 3D ist. Das heißt, ich nebel auch nur in dem Bereich, wo die Schablone relativ dicht anliegt. Man könnte das auch ein bisschen rumdrücken, ne? Ja genau, halt du mal ein bisschen mit. Zu zweit ist es da immer einfacher. Und auch nicht dicht rangehen, sondern wirklich von weit weg. Dadurch entsteht diese Struktur nachher. Na, jetzt seht ihr, hier unten ist es wesentlich weicher. Und da, wo sie dicht dran war, ist das viel schärfer. Trotzdem noch weich, weil es ja quasi das Klebeband so rund ist. So, jetzt kann ich freihändig einfach die immer wieder auch mal überkreuzen. Ja, und hier oben jetzt, wo man reinkommt, da kann man so ein bisschen reindrücken. Also nicht gleich voll durchziehen, sondern immer lieber blasser, lieber dunkler werden, als gleich am Anfang gleich voll das Programm durchzuziehen. Und so kann man sich an die Struktur rantasten. So, das sieht schon mal ganz cool aus, oder? Mhm. Jetzt geht quasi dunkler Untergrund mit heller Farbe. Genauso habe ich das auf der Meringen hier gemacht. Ihr seht immer schön Abstand, wenn ich dicht dran gehe. Wenn ich dicht dran gehe, ist ein bisschen schärfer. Dann kann man ein bisschen weiter weggehen, ein bisschen mehr nebeln. Dann wird das weicher. Also da kann man echt wirklich sich frei bewegen, weil es gibt ja keine Vorlage, wo man sagen kann, jetzt bin ich dicht dran gegangen, das ist sehr scharf und hier wird es sehr weich. Das kann ich sagen, an der Stelle kreuze ich das jetzt nochmal so ein bisschen. Gehe nochmal auf die gleiche Stelle. Ja, das macht das Ganze so interessant, dass das, als wenn das so übereinander und untereinander liegt. Ne? Ich könnte sogar jetzt wieder mit Schwarz sogar nochmal drauf gehen. Aber jetzt erinnert mich das so an diese Tierfilme, so ein bisschen mehr australischen Busch, wo jetzt gleich so ein Krokodil rauskommt. Das da, vom Fußboden, ne? Unser Krokodil. Ja, genau. Unser Epoxy-Krokodil. Das ist schon ganz cool. Aber jetzt gehe ich nochmal mit Schwarz gegen. Also man kann immer wieder variieren, um nochmal Tiefe reinzubringen. Sag mal die Seite jetzt hier. Da ist ja so ein bisschen noch unspektakulär. Jetzt gehe ich quasi wieder mit Schwarz gegenüber. Und dann kann man so mal Sachen, oder hier unten am Rand zum Beispiel nur. Also das kriegt auf einmal ganz andere Strukturen. So, ne? Und so richtig rauskommt, tut das gleich, wenn die braune Lasur darüber kommt. Übrigens, den Helm werden wir bei uns in den Shop reinhauen, wie auch die anderen beiden, die wir gemacht haben. Die haben wir letzte Woche in den Shop reingehauen.
in unserem Stromwerkshop. Da den Frozen und den Elsie und Elsa. Ja, dann können Sie sich den noch mal genauer angucken, detailgetreuer. Das genau. Anstatt immer YouTube anhalten zu müssen. Stimmt. So, ich finde, das ist schon fertig. Jetzt haben wir das mit der Lackierpistole. Und du zeigst es jetzt mal mit der Sprühdose. So, so. Ich würde sagen, du probierst einmal kurz auf Papier oder willst du direkt loslegen? War schon sehr nass. Da muss man jetzt aufpassen. Wenn man dann wieder rauflegt, dann... Genau, dann verschmierst du das ein bisschen. Kann auch witzig aussehen. Und wenn du natürlich immer wieder auf die gleiche Stelle gehst, kann es natürlich sein, dass es anfängt zu tropfen oder ne, auf dem Untergrund. Du kannst sogar sprenkeln, ja. Oder weiter weg. Das wird sprenkeln. Ja, da hast du keinen Kontrast, ja. Ja, leg los. Aber dann haben wir ja doch einen ganz anderen Effekt mit der... Denn Effekt ist ja völlig egal. Dadurch entstehen ja auch bei mir immer neue Effekte. Nee, ich muss aber mit Schwarz dahin. Nein, richtig. Aufgepasst habe ich, ne? Ja, mach selber. Soll ich halten? Oder? Nee. Jetzt ist es wichtig, dass du direkt von oben, dass du nicht schräg, weil wenn du schräg, du kannst auch schneiden, dann hast du so, wie so einen Schatten. Ist auch cool. Also. Ja, aber siehst schon Unterschiede, ne? Hier ist ein bisschen schärfer. Ja. Und hier ist es ausgenebelt. Das kannst du ja nochmal drehen. So. Mhm. Und jetzt wieder ein bisschen kräftiger. Wie du meinst das? Guck, jetzt sieht man hier so ein paar Stempelspuren. Ja. Von dem, wo es so nass war, ne? Ja. Kommen wir da nochmal mit Silber drauf. Wäre auch ratsam, die Schablone immer noch von einer Seite zu benutzen. Dann hat man diese Klebespuren nicht. Ja, deckt aber gut. Oh ja, aber richtig, ne? Ah. Oh, aber warum? Ist. Warum wird sie aus mir gesprengelt? Ja, genau. Ist ja. Cool hier mit den Breiten und so, ne? Mhm. Aber jetzt kannst du. Nochmal mit Schwarz nochmal, ne? Ja, genau. Jetzt hier so. Boah, bist du ein Künstler, Alter. Ja. So, ich finde, das ist gut. Ja, hier auch so. Ja, nee. Welche Farbe willst du? Ja, das... Aber es ist cool, der hat Unterschied zu sehen, ne? Dunkle Linien, dunkles Gestrüpp. Aber gerade so dieses... Nee, ich will das, was glatt hast du. Okay, jetzt kannst du auch mit Sprühdose, habe ich hier so ein Candy Rot. Jetzt nimmst du einfach mal kein Braun. Sondern nimmst Sprühdose Candy Rot. Das ist hier Candy Red. Das heißt, das ist eine Lasurfarbe. Ne? Wie das House of Color, was ich sonst nehme. Das ist jetzt sehr blass. Jetzt erstmal antrocknen und mach eine zweite Schicht, siehst du, dann wird es mal satter. Hm. Willst du auch braun nehmen? Nein, du machst das mal mit Sprühdose jetzt. Die Platte mit Sprühdose fertig. Einmal flächig rüber. Ja, nicht so. Ja. Guck mal, jetzt kriegt das Ganze richtig Tiefe. Du hast deinen Finger im Weg. Guck mal hier. Stopp. Fehler, was hat sie gerade gemacht? Oh ja. Sie hat ihren Finger hier rüber gelappt. Sieht aus, wenn sie jetzt blutet und sprüht sich quasi immer gegen ihr Finger. Und dann fängt das an zu tropfen. Da. Guck mal, wie satt das da ist. Also muss der Finger schon so halten bei der Sprühdose. Ja. Guck mal, extra entwickelt. Gemacht, damit man das zeigen kann. Ne? Sehr toll. Sieht aus, wenn ich hier Nasenbluten habe. Ja. Ja, ganz wichtig, macht ihr das zu nass, fängt es an zu schwimmen nachher. So, kannst du den nächsten Gang machen. Oh, das ist ja ärgerlich jetzt mit den Tropfen. So. Zufällig habe ich schwarz nach Pistole. Ja, okay. Schon wieder der Finger so ein bisschen im Weg? Nein. Habe ich extra drauf geachtet. Dann sind das die Handschuhe, die zu groß sind. Einer muss da Schuld haben. Ist das bei euren Frauen auch so, dass jemand Schuldigen suchen? Guck mal, wie geil das ist. Jetzt wird's. Ja, okay. Also ihr seht, je öfter, das ist wie ein Candy Rot, ist wie eine Aber jetzt Sonne muss ich wieder warten, sonst fängt das an zu laufen, ne? Ja, hier so, ne? Da in dem Bereich.
Aber guck mal, was das jetzt auch für eine Tiefe kriegt. Durch das Silber, ne? Ja. Du würdest das nur mit Unifarben machen. Aber hier, guck mal, das sieht aus. Galaktisch. Galaktisch. Du hast so echt fein gemacht. Damit es natürlich cool ist, Signe. Normal gibt, wie wenn ja mal ihr Cosmo da drauf, ne? Aber das ist ja mein Helm ist. Ja. Geht das mit den Handschuhen hier? Unser Schrammeck Metallaufkleber. Ja, nee. Guck mal, da ist. Da die Ecke klebt. Das ist also pingelig. Ja, Mann. So. War da unten, oder? Drück mal die Spitze an. Nein, war da runter. Nein, drück mal die Spitze ist an. Ist das schief? Die meckert aber schon, bevor überhaupt was fertig ist. Nein, ich meckere doch gar nicht. Das macht sie schon teilweise, bevor sie überhaupt sieht, was ich gemacht habe. Nörgelt die schon an mir rum wieder. Tümmelt wieder. So. Also den lasse ich einfach mit ein. Ja. Genau, warum machen wir das jetzt in einer Lackierkabine? Sprühdose macht nicht ganz so viel Farbnebel. Hier kommt natürlich auch nicht Luft raus. Und deswegen diese großen Flächen, bevor es jetzt einen Tag lang in der Halle stinkt. Einmal kurz die Lackierkabine und fertig. Erstmal schön dünn anfangen. Nicht gleich voll durchziehen. Lieber immer an den Farbton rantasten, den man haben möchte. Ich werde es hier unten mal ein bisschen dunkler. Dann haben wir diesen Effekt wie auf der Merengue, dass es so auf den zweiten Blick in der Sonne erst zu sehen ist. Und hier oben lasse ich es ein bisschen heller. Das sieht quasi aus, das ist jetzt wie Cola. Wie Cola oder wie Kaffee. Nee, wie Cola. Ein schönes Cola-Braun. So, hier habe ich ein bisschen dunkler gemacht. Hier oben habe ich es einfach heller gelassen, damit das schön rauskommt. Seitlich ein bisschen dunkler. Wir haben ja sowieso die Verläufe von Schwarz zu Silber im Untergrund. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ne? Oder? Oh ja, sehr cool. Finde ich schön. Also, jetzt noch einmal kurz trocknen lassen. Klarlack drauf. Hier haben wir es wieder, dass sie die Fasern vom Schleifen so ein bisschen aufgestellt haben. Das heißt, der kriegt Klarlack, wird einmal glatt geschliffen und kriegt nochmal Klarlack. Und dein Blech lang, glaube ich, einmal Klarlack. Okay. Ja, ich mache jetzt eben Klarlack. Gut. Und dann sind wir durch. Guck mal, ist ganz krümelig geworden. Ja, das hast du lackiert. Ja. Ne, deswegen Lackierkabine, staubfrei. Aber das kommt definitiv von das einer Schablone, ne, Bewegung drauf und dann bleibt manchmal Staub. Auch die Sprühdose war sehr nass, dann hast du halt sehr viel Pickel drin. Deswegen wird sowas auch immer wieder geschliffen und poliert. Könnte man jetzt auch, man könnte das Glattschleifen polieren. Ich finde die Variante aber immer schöner, das schön glattschleifen, schön mit dem harten Klotz, die Pickel, dass sie nicht so bubbelig nachher sind. Und dann nochmal Klarlack drauf. Das gleiche mit dem Helm, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Kunststoff, der ist mal nur leicht angepannt, aber beim Kunststoff ist wie bei Holz, da stellen sich dann die Fasern auf. Das sind so diese ganz feinen Pickel hier. Da sind jetzt drei Gänge Klarlack drauf. Die muss man schön nochmal glatt schleifen. Trocken oder nass. Genau. Wenn man will. Also ich schleife alles trocken. Einmal mit 600er oder mit 800er. Schön sauber wischen. Nochmal final Klarlack drauf. Dann hat man vielleicht ein, zwei Staubpickel drin, die kann man polieren. Und fertig ist das. Und man hat noch mal ein bisschen mehr Lacktiefe. Also ein bisschen mehr Klarlack gibt noch mal mehr Tiefe. Ja, aber der Effekt ist sehr schön. Perfekt. Aber ne, dadurch, dass ich ja immer dein Standard hier, ne, deine Qualität gewohnt bin und dann... So viel Pickel, die hast du aber reinlackiert. Nee, die kriege ich mit Klarlack nicht zugeschwemmt. Also man kriegt ein paar Pickel. Wenn man die in Klarlack, kann man die einbetten, indem ich da jetzt 5 Schichten Klarlack aufhau. Aber irgendwann wird es überbeschichtet. Jetzt kann ich noch nicht schleifen, der Klarlack ist noch relativ frisch. Der trocknet zwar sehr schnell, den wir haben, diesen Extreme, aber... Der muss jetzt erstmal ein bisschen ausgasen, den schleife ich morgen nochmal zwischen. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, seht ihr im Shop. Ne? Ja. Da kommt das Glas hier nochmal schön rein. Ja. Machen wir ein paar schicke Fotos. Genau, so sieht das ja immer völlig unfertig aus. Genau. Kann man es dann so sehen hier, also wie die Farbe rüberkommt? Also halt doch mal zu dem Bike, also weil das war doch der Effekt überhaupt. Genau. Passen Sie mir, Stangen jetzt nicht gegen Dengel. Das Braun ist ein bisschen anderes, ne? Das haben wir jetzt selbst gemischt, ein bisschen mehr orangebräunlich. Aber hier sieht man diese Struktur und sowas. Ist ja ganz cool zu sehen eigentlich, ne? Mhm. Etwas weicher hast du sie da gemacht. Ja. Ja, sind ja auch, die sind ja auch aber hier, aber guck mal, hier sieht man das gut. Oh ja. Hier, an... ja. An dem Fender. Oh, das ist schon sehr nah, ne? Mhm.
Ja, so ist dieser Effekt entstanden. Also jetzt wisst ihr, das Bike besteht aus mehreren Effekten, auch hier mit Matt Glanz, aber das ist so einer der Haupteffekte, den ich ganz cool fand, den ich auch so noch nirgendwo gesehen habe. Das war quasi eine eigene Erfindung mit dieser Schablone, ne? Und ja. Also ich fand es ganz cool, weil es ja echt einfach gemacht ist. Genau, und das kann aber jeder nachmachen, ne? Also Klebeband, ein bisschen zwirbeln, damit das die backsige Seite außen ist. Genau, dann na, einfach kleben, wie es euch gefällt. In Form einer Pizza. Ne? Mhm. Und dann aber habt ihr gesehen. Du denkst doch immer nur ans Essen. Gerade mir das Pause gehabt. Ja. Und ihr seht, das könnt ihr auch mit Sprühdosen machen. Also das geht alles. Oder mit einer Zahnbürste und Sprenkeln geht auch. Also diese Schablone ist echt cool für tiefe Effekte, wenn man sie mehrfach übereinander legt. Wieso Zahnbürste? Kannst du auch sprenkeln, ne? Also Sprühdose, Lackierpistole. Achso, dass du das um die Farbe rüberziehst, genau. Um die... Ah, ja, das geht auch alles. Okay. Also das, so eine lockere Schablone ist echt immer cool. Deswegen, die kann man auch lange verwenden. Die war zwischen tot. Ja, man kann ja auch immer wieder rüberkleben, ne? Also du kannst das ja auch immer wieder erweitern, weil hier ist es ja alles ein bisschen dichter gemacht. Ja, aber die habe ich so eingeknickt gelegt. Das ist ein bisschen doof, aber habe ich sogar schon wieder erweitert. Ja, ja. Also ich würde sagen, schaut euch den Helm an, wie er fertig im Shop aussieht. Die nächsten Tage und dann... Würde ich sagen, machen wir Feierabend, ne? Hm. Also, bis bald, euer Danny und Vivian. Tschüss. Tschüss.